ist passiert? Keine Panik, ich habe alles im Griff. Wir müssen noch die Buddeln Luft hängen. Wenn überhaupt, sprengen. Scheint mir deine Freundin noch wütender als zuvor. Ich sagte, ich habe das im Griff. Okay, aber die Zeitlinie. Scheiße, ist eh immer rasch. Zeitlinie. Ich habe hier echte Probleme in der echten Welt. Okay, Gammelgalf? Das muss ein Albtraum sein. Das ist es. Vergiss es, Paps. Nichts, was du sagst, könnte mich umstimmen. Das hat deine Mutter damals auch gesagt. Die Worte frische Kekse haben es schließlich getan. Klopfe die Klopf? Frische Kekse. Hey, Rufus. Hallo, Bernhard. Wie schlimm ist es diesmal? 9,8, würde ich sagen. Mach eine Runde 10 draus. Du sprichst noch mit mir. So schlimm kann es also gar nicht sein. Frische Kekse. Es klappt nicht. Warum klappt es nicht? Keine Schade. Ahnung. Hast du Würfelzucker dabei? Frische Kekse haben nicht geklappt. Schade. Immerhin sind die Gläser noch heil. Wie jetzt? Zählt das denn gar nicht? Warum habe ich mich denn dann so angestrengt, sie nicht kaputt zu machen? Tja. Na los, schrei mich ruhig an. Dann haben wir es hinter uns. Rufus, du bist so ein Idiot. Aber ein gut aussehender Idiot, dem ich nichts übel nehmen kann. Ach komm schon, Toni. Wollen wir uns wieder vertragen? Hm? Was denn? Nicht mal ein kleiner Grunzlaut? Du musst zugeben, deine Mutter sieht einem rosa Elefanten schon ziemlich ähnlich. Du, Rufus, vielleicht gibst du ihr noch einen Moment. Keine Panik. Ach, Schwachsinn. Okay, das tut mir leid. Da, ich hab's gesagt. Zufrieden? Du checkst es einfach nicht, oder? Du kannst nicht ständig alle Zelte abbrennen und trotzdem hoffen, dass es so bleibt wie immer. Irgendwann ist Schluss. Und dieser Augenblick ist jetzt. Aber darum geht's doch. Alles ist bereit. Wir können endlich nach Elysium. Zu neuen Ufern. Das ist kein neues Ufer. Das ist dasselbe dämliche Ufer wie beim letzten Mal. Und bei dem davor. Und am Ende wird es sich als Sackgasse herausstellen. Und da liegst du eben falsch. Zufällig weiß ich genau, dass ich es schaffen werde. Ich hab's nämlich gesehen, jawohl. Aber nicht mit dir. Oh nein. Ich werde eine Elysianerin kennenlernen. Eine, die mich versteht. Rufus? Tja, da kommst du was. Diesmal mache nämlich ich Schluss. Rufus. Such dir einen anderen Idioten, der dich und dein Gemecker aushalten muss. Du hast mich ausgehalten? Rufus. Genau. Aber meine Geduld ist am Ende. Du hast mich Rufus ausgehalten? Toni, beruhig dich. Oh nein. Aber der Wasser, der Zapfhahn ist noch dran. Kleiner Filmfehler, Spielfehler. Aber gut. Ach du lieber Lumpi, das ist eine Katastrophe. Entspann dich. Toni hatte schon immer diese Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Drehen wir halt nochmal die Zeit zurück. Oder auch nicht. Oder, weißt du was? Wir lassen es einfach. Zeitmaschine zerstört. Das Chronokar, was haben wir getan? Wir haben den Lauf der Geschichte unwiderruflich verändert. Aber wir können auch kommen. Toni wäre auch so nicht mitgekommen. In meiner Vision verlief der Streit ganz ähnlich. Bis auf ein, zwei unbedeutende Details vielleicht. Was? Aber... Außerdem und die sitzt dort in den Schuttern. Glaub mir. Bei Licht besehen, abgebrannten war eine ziemlich dämliche Geschichte. Hatte nicht mal ein Happy End. Aber wir waren uns doch einig, dass diese Vision nur ein Traum gewesen sein kann. Tja, jetzt ist es Realität. Ist es unmöglich, sich an Geschehnisse aus der Zukunft zu erinnern? Das... Oh, genau. Kopf ganz. Tja, was machen wir jetzt? Das ist schon einmal passiert. Kopf ganz. Meine Pläne, nach Elysium zu kommen, der Streit mit Toni und dass ich die Welt gerettet habe. Du hast was? Die Welt gerettet? Noch nicht. Und ob ich es wieder mache, überlege. Das wird noch passieren. Passiert worden sein werden. So dumm gewesen hat. Sein. Genau. Denk über deine Fehler nach. Ich gehe derweil nach Elysium. Diesmal lasse ich mir mein Happy End nicht nehmen.
Auf nach Elysium. Kommen können wir noch. Ich hoffe, Let's go. Bernard ist gut versichert. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Ich hoffe, Bernard ist. Aha, okay. Na dann auf zum Ballon. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas absolut nachvollziehbar. Gut, mit dem Ballon fahren können wir nicht zur Kreuzung nochmal. Okay, den Hebel können wir nicht betätigen. Ab in den Ballon. Wir müssen den Ofen noch anfeuern. Gashebel. Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ah, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Tja, also. Wo bekommen wir denn Feuer her? Wo bekommen wir jetzt Feuer her? Hier vielleicht irgendwie Zettel reinhalten. Da ist schon genug Schrott auf der Laden. Strohhalm. Da ist schon genug. Vielleicht die Notenblätter mitnehmen. Die Wumme können wir nicht mitnehmen. Das lasse ich lieber. Ich kann der. Tja, Sprengplan mitnehmen. Vielleicht noch mal ein bisschen. Hier nochmal das Ganze machen, hier nochmal mit. Sag schon. Oh, Trümmerteil. So geht's auch. Sehr schön. Ich wollte gerade nochmal die Ofenkartoffel holen. Und wenn's so geht, dann machen wir's so. Und auf geht's. Elysium, ich komme. Let's go. Auf nach Elysium. Was? Was machst du? Rufus, du Pestbeule! Willst du mich umbringen? Das ist zwar Plan B, aber wir können gerne eine Phase überspringen. Na warte, du hast Toni das letzte Mal gesehen. Ich werde ihr verbieten. Mit dem Klositz auf dem Kopf. Ich bin eh durch mit dir. Hals. Wie mit überhaupt allem hier. Jetzt musst du nur noch loslassen. Bist du wahnsinnig? Ich brech mir alle Knochen. Bei deinen Speckpolstern? Unwahrscheinlich. Seil. Ankerlichten. Oh nein. Mach's gut, du Furie. Was sagst du? Ich sag dir. Sag du mal. Der Ballon brennt. Na toll. Ganz korrekt in die Flammen gesetzt. Na toll. Die haben ja vielleicht eine Scheißlaune. Ich mach mal lieber, dass ich mehr komme. Und wie? Na toll. Na, ganz cool brennt. Der Elefant. Fürchte dich nicht, Rufus. Wir kommen in Frieden. Ach ja? Warum terrorisiert ihr mich dann ständig? Es muss alles so passieren, wie es schon einmal passiert ist. Nee, das könnt ihr voll vergessen. Und überhaupt, was soll dieser dämliche Aufzug? Wir haben eine Form gewählt, die dein menschlicher Verstand begreifen kann. Was Verstand angeht, seid ihr offenbar keine Experten. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das mit dem Kostüm eine Fufnex-Idee ist. Nur weil du ständig aus der Rolle fällst. Wir können ja tauschen. Du wirst mit Sicherheit der bessere Elefanten-Schischlocks. Hallo!
Ich unterbreche ja nur ungern. Aber ich muss dringend nach Elysium. Nein, das darf nie passieren. Alles muss so bleiben, wie es immer war. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Wie es schon immer gewesen sein worden wäre. Wie es geworden worden wäre. Ja, mit Sicherheit. Kann man die irgendwie... Nee, es wäre gewesen worden. Sie haben mich verfolgt. Hebe. So stimmt. Gute Reise, Dumbo und Elefant. Rufus, der Elefant. Ich meine, der Zeitreisen. Er ist wieder hier. Ah, er müsste schon wieder los. Dann muss er etwas zurückgelassen haben. Meine Messwerte sind eindeutig, als hätte sich ein Tor geöffnet. Ein Tor. Oh nein, ein wütender Mob. Schnappt ihn euch! Tor klingt super. Ich hoffe, es hat eine Zugbrücke und Pechnasen auf den Zinnen. Was zum Philipp? Tja, erstaunt, Professor Ziegenbart, was? Na, wenn das keine Zeitmaschine ist. Zeitmaschine. Und wie sauber sie eingeparkt wurde. Lass bitte dein Geodreieck stecken, bis wir den Lynchmob abgeschüttelt haben. Schweren Herzens. Ab ins UFO. Nein. Wow, das sieht kompliziert aus. Ein Lynchmob ist oben. Nicht dasselbe wie sicher zu wechseln. Let's go. Ha, wo wir hingehen, brauchen wir keine Sicherung. Weißt du, wie man das Zeug einschaltet? Himmel, nein. Dafür wären theoretisch monatelange Analysen vonnöten. Theoretisch. Dies, lieber McChronicle, hingegen ist die Praxis. Schau zu und lern. Wir haben ja hier nur einen Knopf. Also. Ach du Schande. Anzeige. Das ist doch Elysium. Endlich ist das Glück mal auf meiner Seite. Bleibt nur zu hoffen, dass man hiermit das Reiseziel einstellt und nicht das Ziel für die Tachyon-Torpedos. Das scheint nicht wirklich was zu verändern. Bestätigen. Ich habe es zum Laufen gekriegt. Ich hoffe, du weißt, was du natürlich tust. Nicht. Natürlich weiß ich das. Ich rate. Und jetzt volle Kraft voraus. Zeitreise. Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Und weiter. Oh, endlich die Illusion. Errungenschaft freigeschaltet. Und nochmal. Und noch einmal. Und. Das ist Elysium. Ich habe es tatsächlich geschafft. Den Anzeigen zufolge ist das ein zukünftiges Elysium. Das ist ja der Wahnsinn. Elysium ist doch vollkommen wurscht. Ich kenne ja hier eh keinen. Obwohl, da war diese Frau in meiner Vision. Wie weit in der Zukunft sind wir? Schwer zu sagen. Ein, zwei maximal. Sehr gut. Dann dürfte ihre Haut ja noch nicht den labbrigen Falten bis zum Boden herunterhängen. Ist das wirklich deine einzige Sorge? Aber nicht doch. Momentan sorge ich mich, ob ich noch einen guten Platz am Pool bekomme. Was? Wir können doch nicht einfach... Falsch. Du kannst nicht. Ich kann. Und ich werde. Viel Spaß beim Knöpfchen drehen, Lindfisch. Gut, und damit mache ich erstmal meine Aufnahme, eine kleine Aufnahmenpause. Jo, wir sind in Elysium angekommen, in der Zukunft. Ja gut. Weiter geht's dann im nächsten Part, in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, ciao. Und damit willkommen zurück aus der Aufnahmenpause. Weiter geht's. Ich habe im Schnitt bemerkt, wie, ja, wenn mich alles täuscht, müssten wir noch in demselben Part sein. Ja, wir haben noch ein Weilchen, wir können noch ein bisschen spielen. Noch ein bisschen weiterspielen. Och, was ist denn los, Rufus? Du willst nicht mehr oder was? So, wir schauen uns mal das Plakat an. Ja, ein Topfpflanzenbecher hier. Ein Topfpflanztopf.
Knopf. Wie jetzt? Kein Strom? Das sind ja geradezu deponiöse Zustände hier. Tja. Schutzabstellkammer. Geht's raus zu Fragezeichen. Mechanico. Komm schon, Mac. Willst du wirklich hier bleiben? Was? Nein, im Gegenteil. Ich will hier so schnell wie möglich weg. Wir müssen zurück in unsere Zeit, bevor wir noch... Psst, sei mal ruhig. Hörst du das auch? Nein, ich höre nichts. So ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte irgendwelche dämlichen Einwände gehört, um diesen erhabenen Moment zu ruinieren. Ach, Rufus. Tür links, Schutzabstellkammer. Diese Tür ist ein Spalt weit offen. Wollen wir nochmal gucken? Nein. Ich bräuchte eine Art Hebel. Tür links. Hallo? Jemand zu Hause? Die Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Wir sollten kurz mal die Musik vielleicht leiser machen. Die Stimmen sind schon auf 100%. Naja. Ist jetzt ja alles nicht so optimal. Müssen wir mit leben, dass das Spiel ein bisschen leise ist. Gehen wir mal zu Fragezeichen. Oh! Elysium. Endlich Elysium. Gar nicht toll aus. Aber nein, das stimmt doch nicht. Das ist sicher nur wieder dieser Albtraum. Elysium kann nicht abgestürzt sein. Wann soll denn das bitte passiert sein? Hallo? Bing. Ich will mit dem Verantwortlichen hier reden. Aha. Das wäre dann der Verantwortliche. Wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich aus diesem Schutthaufen zu befreien, kann ich Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich stelle hier die Bedingungen klar. Wie Sie meinen. Ich denke, wir sollten ihn mal befreien. Aber erstmal. So einen wollte ich immer für mein altes Zimmer haben. Zu dumm, dass genau an dieser Stelle die Gasleitung verlief. Aber das neue Zimmer hat auch was. Oh je. Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Kein Tutti Frutti alles. Schade. Wie jetzt? Und sowas? Wie jetzt? Und kein sowas... Schoko und auch kein Vanille Eis. Tja, also... Ruhe. Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Warte. Tun Sie schon was? Ja. Nein, wieso? Tja, also... Wenn ich ihn nicht frei bekomme, kann er immer noch ein Puppentheater aufmachen. Ein Solo-Puppentheater. Und sonst so? Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Stress auf der Arbeit, Stress in der Familie. Holen Sie mich endlich hier raus! Schon gut. Man wird doch mal ein bisschen menschlich sein dürfen. Entschuldigung, das sind die Nerven. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass Ihre Enten lose aus dem Arm baumeln. Bäh. Wir haben gar nichts am Wetter. Ein Seitenschneider wäre jetzt vielleicht nicht schlecht. Ja. Oder eine Stange. Das bringt's vielleicht auch. Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Aua! Das ist mein Bein! Oh, Entschuldigung. Ohne den Fuß war es schwer, als solches zu erkennen. Tja,
Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Aua! Oh, schön. Ohne den Fuß. Ja, wie wollen wir sonst hier rauskriegen? Ohne den Fuß. Das klappt so also nicht. Das Rohr wegnehmen können wir auch nicht. Entweder hier fehlen Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt. Tja, vielleicht mit der Stange. Dafür brauche ich nur meine Finger und meinen legendären Heißhunger auf Kaltspeisen. Dann vielleicht. Die ist zu groß für den Eislift. Zu schade. Das wäre ein famoses Eis am Stiel geworden. Tja, wenn wir ihm nicht helfen können, müssen wir halt gehen. Stange. Dafür brauche ich nur meine Finger und offenbar auch Strom. Mir fallen auf Anhieb 100 Dinge ein, die man mit diesen duften Ballons anstellen könnte. Und bei den ersten 34 davon spielt auch diese Stange eine entscheidende Rolle. Tja. Sekunde, aber wir können auch damit bestimmt die Tür aufkriegen. Na toll, außer Besen nichts gewesen. Eine Abstellkammer. Ein Höhepunkt purzelt über den nächsten. Eine Hauptsicherung. Ui. Hallo, Ronny. Was zum... Ballons? Also mit so einem Kinderkram, also Moment mal, sind das Heliumballons? Aber natürlich! Der ist der Beste. Die man benutzt, um schwere Trümmerteile abzutransportieren? Das wäre mir neu. Kein Wort mehr. In diesem kongenialen Denkapparat formt sich gerade der Plan zu einem neuen, brillanten Manöver, über das noch Generationen sich miteinander unterhalten werden. Vorausgesetzt, sie kriegen vor Staunen den Mund zu. Tja, Paintball Gun. Nehmen wir mal mit. Hauptsicherung. Tja, wir haben die linke Tür noch nicht untersucht. Doch, haben wir. Hallo? Jemand zu Hause? So eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Tja, reden wir nochmal mit Ronny. Ronny. Ich hätte da ein paar Fragen. Die schöne Blume. Ich kann es kaum erwarten, sie zufriedenstellend zu beantworten. Was ist hier passiert? Ich wurde von einem freundlichen Herrn mit verwegener Frisur angesprochen. Wie bekommst du nur diese tolle Tolle hin? Ich benutze ranziges Motoröl als Haarwachs, aber nicht weiter sagen. Bravo! Eine brillante Methode, um herauszufinden, wer die wahren Freunde sind. Tja, also... Elysium steht in Flammen. Es ist dir also aufgefallen? Ich hoffe, diese Unannehmlichkeit schmälert dein Vergnügen nicht allzu sehr. Ich komm klar. Puh, das ist eine Erleichterung. Ich kann kaum abwarten, diese Schönheit den Bediensteten zu überbringen, die trotz ihrer Verletzungen die Lebenserhaltung für dich aufrechterhalten. Sag ihnen bitte auch, dass die Klimaanlage ein bisschen stark pustet. Tja, Wie funktioniert das Spiel noch gleich? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deiner Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. 40 lustige Ballons. Das ist sehr gut. Nein, nein. Bring nur deine Paintball-Gun. Der Rest erklärt sich beim Spielen. Ich hab's mir überlegt. Ich nehme doch den Trostpreis. Ohne überhaupt gespielt zu haben? Dann gibt es aber nur die Hälfte der Ballons. Nur die Hälfte? Vergiss es. Tja. Danke für gar nichts. Es war mir eine Kur. Das reinste Sonnenbad. Ein... Tschüss, Ronny. Der liebe Ronny. So, dann spielen wir mal. Das geht es aber nicht. Was für ein Spielverderberladen ist das denn hier? Da brauchen wir vielleicht Munition. Hier ist doch Munition, oder?
Nichts. Nichts? Nichts. Das ist wirklich gar nichts. Das ist absolut überhaupt absolut null. Niente. Nichts. Aha. Gar nichts, überhaupt nichts. Gut, dann reden wir mal nochmal mit Chronicle. Er will den Spielverderber spielen, aber ich habe nicht die Absicht, ihn gewinnen zu lassen. Ja, gewinnen können wir ja auch nicht. Oh. Tosen Applaus, die Menge tot. Doch, können wir jetzt. Der Kandidat im Kampf um die Krone beim Paintball-Zielschießen. Yeah! Ein angemessener Empfang. Was muss ich tun? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deiner Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Verfickt. Yay, 20 knallbunte, 40 bunte. Ah, okay, sehr schön. Let's go. Ich brauche keine Almosen. Ich werde mir die Balance mit einem ehrlichen Treffer ins Schwarze verdienen. Wie Monsieur belieben. Halt den da raus. Das hier ist eine Sache zwischen dir und mir. Let's go, Paintball Gun. Zielscheibe. Mit Munition ist das ziemlich witzlos. Tja, wo kriegen wir Munition her? Aus der Kamera scheinbar nicht. Tja. Ich will einen von den Dingern hier abschrauben. Oder wie kommen wir hier weiter? Tja, also. Option können wir drehen. Hier können wir hingehen. McChronicle. Du Nasenhuhn hast uns in die falsche Zeit gebracht. Ich weiß, ich arbeite daran. Hier ist alles kaputt. Oh je, hoffentlich waren wir das nicht. Wieso? Sagtest du nicht, du hättest in deiner Vision die Welt gerettet? Vielleicht wird das nie passieren. Zumindest nicht, solange du hier festsitzt. Nicht so schnell, ja? Noch sitzen wir nicht fest. Immer mit der Ruhe. Tja, aber ganz wichtig. Und das hier ist wirklich die Zukunft? Ich würde meinen Hut verwetten. Das kann ich dir auch nur raten. Aber ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Vielleicht war es auch mal anders. Jeder Eingriff erschafft eine neue Zeitlinie. Verstehe. Wie wenn man Torte schneidet. Quatsch. Nicht wie wenn man Torte schneidet. Also nicht. Aha. Du hast nicht zufällig eine Torte dabei, oder? Was treibst du da eigentlich? Ich versuche, uns von hier wegzubekommen. Ja, da wäre ich langsam auch mal fast dafür. Nach Hause. Wohin genau können wir dann ja noch sehen? Aber ganz wichtig. Hast du zufällig Paintball-Munition bei dir? Paintball-Munition? Wozu? Um Heliumballons zu gewinnen. Was willst du mit Heliumballons? Ich will schwere Trümmerteile von einem eingeklemmten Elysianer abtransportieren. Du weißt schon, dass das physikalisch gesehen kompletter Unsinn ist, oder? Wenn du mir nicht helfen willst, sag's doch einfach. Brauchst du noch lange? Das ist relativ. Ein Temporalphysiker-Witz. Versteh ich nicht. Mach einfach schneller oder ich töte deinen Großvater. Auch nicht schlecht. Das war kein Witz. Brauchst du Hilfe? Mir würde es sehr helfen, wenn du mich in Ruhe ließest. Ach ja, ich wollte ja noch diesen Elysianer retten. Aber du sollst dich doch nicht einmischen. Der Deal war, zu spät. Nicht in meiner Nase und ich nicht in deiner. Was? Aber... nein! Der Deal war... Deal ist Deal. Denk an den Deal. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Fass bitte nichts an. Keine Sorge. Meine Hände sind sowieso nicht gewaschen. Gibt's eine Klappe. Mach dich mal nicht so breit. Sorry. Ui. Ein Feuerlöscher. Können wir damit was anfangen? Verdammt, ich komme nicht ran. Ich komme mit der Stange ran. Ich behalte die Sachen lieber bei mir. Sie sind integraler Bestandteil meines Plans. Ich dachte, du kommst nicht ran und
kommen. Ich behalte die Sache, sie sind... Ein Feuerlöscher. Puh, sowas ist was für Feiglinge. Ja, wenn du meinst. Und nun... Knopf. Schon keine Lust mehr? Schade. Nee, 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 nee. Noch ein Versuch! Noch ein Versuch! Go, go, go! So, kriegen wir Paintball... Zeugs her. Hallo? Jemand zu Hause? Hm. So eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz. Tja, also... Vielleicht... Ohne Munition ist das ziemlich witzlos. Aber wie sonst? Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Wart's an. Tun Sie schon was? Das bringt nichts. Auch das mit der Stange. Vielleicht? Aua! Das ist mein Bein! Oh, ohne den... Tja, hier gibt es nicht viel zu sehen. Vielleicht können wir die Paintball-Gun ganz drücken. Weißt du, wo ich Munition für die Paintball-Gun herbekomme? Ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt? Nein. Es ist offenbar ein ganzes Stück zu weit in der Zukunft. Aber McChronicle bringt das gerade in Ordnung, das alte Heinzelmännchen. Aha. Tja, da kannst du auch nicht weiterhelfen. Also vielleicht... Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter die... Das hatten wir schon fünfmal. Aua! Oh, schon ohne den Fuß. Tja, also...